Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich bin Franziska Kiermaier von der Gesellschaft für Frankfurter Geschichte und ich begrüße Sie herzlich zu einem weiteren Vortrag in unserer Reihe Kulturgüter, Provenienzen und Restitutionen aus Frankfurter Museen, Sammlungen und Haushalten. Eine Reihe, die wir in Kooperation mit dem Institut für Stadtgeschichte veranstalten. Wir haben heute die Ethnologin, die Frankfurter Ethnologin Dr. Annette Rein eingeladen, die einen Einblick in die besonderen Aspekte der ethnologischen Provenienzforschung geben wird. Unter dem Titel Scheelspeere Bronzen wird Frau Rein die Arbeitsweisen ihres Faches erläutern und darstellen, seit wann und warum sich die Frage nach Sammlungspolitik und Machtverhältnissen in der Kolonialzeit stellt. Sie stellt sich vor allen Dingen hochaktuell, wie die Debatten im Zusammenhang mit dem Humboldt-Forum, die Restitution nigerianischer Bronzen oder den Forschungen des Historikers Götz Ali über ein Boot aus Papua-Neuguinea zeigen. Auf einige dieser Debatten wird Frau Rein in ihrem Vortrag eingehen. Ich freue mich also, dass Sie heute das komplexe Feld der ethnologischen Provenienzforschung für uns sortieren und einordnen wird. Und bevor sie das tut, möchte ich sie gern vorstellen. Annette Rein hat Ethnologie, Erwachsenenbildung, Altamerikanistik und Soziologie in Berlin studiert und mit dem Magister abgeschlossen. Anschließend ging sie für 2 Jahre nach Bali, um über Tempeltänze von Mädchen und Frauen zu forschen. Sie begleitete regelmäßig die Veränderung dieser Tänze über die nächsten 20 Jahre. Ab 1988 unterrichtete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Mainz, wo sie auch promovierte. Später ging sie an das Institut für Ethnologie in Leipzig und dort erhielt sie den Ruf nach Frankfurt ans Museum. Von Jahr 2000 bis 2008 war sie leitende Direktorin am Museum der Weltkulturen, das vorher Museum für Völkerkunde hieß. Mit der Umbenennung 2001 machte das Museum deutlich, dass Europa als gleichwertiger Teil der Weltkulturen untersucht werden muss. In den fast 9 Jahren ihrer Tätigkeit am Museum hat sie gemeinsam mit ihrem Team 60 Ausstellungen auf den Weg gebracht. So hat sie zum Beispiel zu den Ausstellungen in der Galerie 37 über Themen zeitgenössischer Kunst Künstler aus den Ländern des globalen Südens eingeladen für längere Studienaufenthalte in das Museum. Unter ihrer Ägide wurde die museumspädagogische Abteilung des Museums mit einer eigenen Sammlung aufgebaut und die Internetzeitung Journal Ethnologie gegründet. Seit 2009 arbeitet Annette Rein freiberuflich als ethnologische Fachjournalistin. Sie berät zudem Museen und Institutionen. Sie hat den Bundesverband freiberuflicher Ethnologinnen mitgegründet, deren erste Bundesvorsitzende sie seit 2012 ist. Sie hält Vorträge, national und international, publiziert zu aktuellen Themen und führt Workshops zu kreativem Schreiben und wissenschaftlichen Denken sowie interkultureller Kompetenz durch. Den Themenfeldern Provenienzforschung und Restitution hat sie bereits mehrere Artikel gewidmet. Ich freue mich sehr, dass Frau Rein unserer Einladung gefolgt ist und ich bin gespannt auf Ihren Vortrag. Sie haben die Möglichkeit, über die Kommentarfunktion Fragen an unsere Referentin zu stellen, die sie in den nächsten Tagen dort beantworten wird. Ja, vielen Dank, Frau Kiermaier, für die Einführung. Vielen Dank für die Einladung zum heutigen Vortrag über koloniale Provenienzforschung an ethnologischen Museen in Deutschland. Die Erweiterung der Vortragsreihe auf ethnologische Museen entwirft weitere Perspektiven auf Museumssammlungen, den Umgang mit ihnen und die Beziehungen zwischen Europa und der Welt. Wir leben in aufregenden Zeiten. Die Corona-Pandemie fordert uns seit über einem Jahr dazu auf, unseren Blick auf alltägliche Lebenswirklichkeiten immer wieder neu zu justieren. Im Kontext des heutigen Themas waren es vor allem die vielen Publikationen und Entscheidungen, die während der letzten Monate kulminierten. Sie lassen Museumssammlungen in der Öffentlichkeit in einem ganz anderen Licht erscheinen.
Rückgabeverhandlungen von Museumsobjekten aufgrund unethischer Sammlungsverfahren während der deutschen Kolonialzeit sind aktuelle Themen in den Medien, was noch vor 5 Jahren undenkbar gewesen wäre. An dieser Stelle möchte ich 2 folgenreiche politische Entscheidungen erwähnen. Am 29.04.2021 wurde festgelegt, dass im kommenden Jahr die ersten Benin-Bronzen nach Nigeria zurückgegeben werden sollen. Die Kulturstaatsministerin Monika Grütters bezeichnete diese Entscheidung als historische Wegmarke im Umgang mit der kolonialen Vergangenheit. Rückgabeforderungen von Objekten aus kolonialen Kontexten wird entsprochen. Bewegend an dieser Entscheidung ist nicht, dass Objekte nach Rückforderungen aus Museumssammlungen zurückgegeben werden sollen. Das haben in den letzten Jahrzehnten schon viele Museen gemacht. Es ist jedoch die offizielle politische Anerkennung des kolonialen Unrechtskontexts, aus welchem diese Objekte in die Museumssammlungen kamen, und dass langjährige Rückgabeforderungen nun auch aus deutscher Regierungsperspektive unterstützt werden. Einen Monat später, am 28.05.2021, entschuldigte sich der Bundesaußenminister Heiko Maas für den deutschen Genozid an den namibisch-ethnischen Gruppen der Herero und Nama im ehemaligen Deutsch-Südwestafrika. Es bleibt zu hoffen, dass diese über viele Jahre verhandelte Anerkennung des ersten Völkermordes im 20. Jahrhundert durch deutsche Truppen auch das Ende der bisher üblichen kolonialen Aphasie bedeuten. Ein Begriff 2001 von der Ethnologin Ann Stoller geprägt wurde und der das Verschwinden des Sprechens über koloniale Themen als aktiven Prozess beschreibt. Diese koloniale Aphasie ist umso erstaunlicher, als der deutsche Kolonialismus sich nicht nur viele tausend Kilometer weit weg auf anderen Kontinenten in Afrika, Ozeanien oder China abspielte, sondern auch im Alltag in Deutschland auf vielerlei Weise präsent war. Zum Beispiel konnten Soldaten Ansichtspostkarten von Konzentrationslagern und Hinrichtungsszenen an ihre Lieben daheim schicken. Ab den 1870er Jahren gründeten sich in ganz Europa kolonialpolitische Gesellschaften und Vereine. Sie sahen es als ihre Aufgabe an, für die koloniale Expansion zu werben und durch die Entwicklung von kolonialen Theorien der praktischen Kolonisation den Weg zu bereiten. Diese Vereine, die sowohl als Lobbygruppen als auch im Sinne von gelehrten Gesellschaften auftraten, leisteten einen bedeutenden Beitrag zur Ausformulierung und Verbreitung kolonialistischer Programme und Theorien. Der größte Kolonialverein war die Deutsche Kolonialgesellschaft. Sie wurde 1887 gegründet. Und dieser Verein hatte um 1914 mehr als 40.000 Mitglieder. Kolonialwaren wie Gewürze, Muskatnuss, Pfeffer, außerdem Kaffee, Kakao, Kautschuk, Kopra und Palmprodukte sowie weitere Rohstoffe und Gold wurden unter anderem in den Läden angeboten, wie Sie ihn bzw. Spuren der alten Inschrift auf der rechten Folie abgebildet sehen. Serielle Reproduktionen kolonialer Bilder wurden in Zeitschriften als Sammelbilder oder auf Plakatwänden abgedruckt, waren auf Lieferfahrzeugen zu sehen und zierten Verpackungen. Nicht zuletzt sind auch die speziellen Spendensammelapparate bekannt, Beispiel auf der Folie. Mit ihnen wurden Gelder für die als Dritte Welt bezeichneten kolonisierten Weltregionen und ihre christliche Missionierung gesammelt. Gleichzeitig fanden zwischen 1870 und 1940 regelmäßig Völkerschauen statt, in denen Menschen aus anderen Weltteilen zahlreich importiert ihre Kultur in Anführungszeichen vor scheinbar authentischen Kulissen zur Schau stellen mussten. Bis in die 1960er Jahre, bis zur Gründung eigener Nationalstaaten im globalen Süden, wurde die deutsche Kolonialzeit in der hiesigen Gesellschaft überwiegend positiv gesehen. Sie galt als Aufgabe der Zivilisierung der Menschheit, die außerhalb von Europa und der westlichen Welt lebte. Seit den 1960er Jahren und mit Beginn der Postcolonial Studies in den 1990ern sowie dem Engagement vieler Aktivisten und Aktivistinnen, die auf ungleiche Machtverhältnisse, dem damit verbundenen Rassismus und die kolonialen Verbrechen an den Kolonisierten aufmerksam machten,
entstand eine breite öffentliche Diskussion. Seit den 2000ern fanden die kritischen Stimmen vor allem um den Neubau des Berliner Schlosses, dem Humboldt-Forum, immer mehr Gehör. Darüber hinaus wird seit einigen Jahren nicht nur gefordert, beliebte Kinderbücher auf ihre kolonialen Inhalte zu überprüfen und zu arbeiten. Auch Forderungen nach dem Sturz von Denkmälern sind Ausdruck einer wachsenden kritischen Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialzeit. Sie sehen auf der Folie den Elefanten, ein ehemaliges Kolonialdenkmal, der ist im Hintergrund, das 1989 in ein Antikolonialdenkmal umgewidmet und mit Steinen aus Namibia, aus der Wüste dort zur Erinnerung an den Völkermord ergänzt wurde. Das Ganze steht in Bremen. Zum Prozess der Dekolonialisierung gehört auch die Kontextualisierung von Straßennamen kolonialer Akteure, die wie Lothar von Trotta in Namibia Massaker anordneten oder Adolf Lüderitz, der dort Konzentrationslager organisierte. Alle Namen repräsentieren gegenwärtige Spuren deutscher kolonialer Vergangenheit in deutschen Städten. In den letzten beiden Monaten erschienen auch zwei Bücher zum Thema. Die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy schrieb über den Umgang mit Restitutionsforderungen afrikanischer Länder seit den 1970ern und den Widerstand deutscher Museumsdirektoren, dem nachzukommen. Der Historiker Götz Ali behandelte das deutsche koloniale Handeln in Deutsch-Neuguinea, durch welches unter anderem der Bevölkerung der Insel Louvre die Lebensgrundlage entzogen und der Großteil der Bewohner und Bewohnerinnen getötet wurden. In seinen Ausführungen geht er auf Methoden und Folgen des Sammelns in kolonialen Kontexten, unter anderem von Ethnographiker, ein. Dabei bezieht er sich vor allem auf das Boot der Insel Louvre, das im Humboldt-Forum ein Hauptobjekt sein soll. Bereits im Mai 2018 wurde es in einer nächtlichen Aktion von Dahlem zum Humboldt-Forum transportiert und in die Ausstellungsfläche fest eingebaut. Das Hauptinteresse kolonialen Handelns war die Ausbeutung der Kolonien, damit Europa bzw. die Wirtschaft der Länder des globalen Nordens kontinuierlich wachsen konnte. Diese Situation hat sich für viele Teile der Welt bis heute nicht geändert. Der europäisch-westliche Lebensstil ist weiterhin abhängig von den Ressourcen aus den Ländern des globalen Südens, den ehemaligen Kolonien. Nur um ein Beispiel zu nennen: Für die Akkus unserer Smartphones, Batterien der Elektrofahrzeuge oder für Tablets brauchen wir Kobalt. Und Kobalt kommt zu 60% aus der Demokratischen Republik Kongo. Dieses Kobalt wird vorwiegend von Kindern abgebaut. Eigentlich verträgt sich Kinderarbeit nicht mit den Menschenrechten. Aber fairer Lohn verträgt sich wiederum nicht mit den Billigangeboten, nach denen in Europa verlangt wird. Koloniale, asymmetrische Machtstrukturen sind nachweislich bis heute weltweit wirksam. Dekolonisierung bedeutet die Auseinandersetzung mit dem Fortbestehen dieser Strukturen. Postkoloniale Studien beschäftigen sich mit den Auswirkungen der Kolonisierung, den Prozessen der Dekolonisierung und Neokolonialismus-Tendenzen. Mein Vortrag gliedert sich in folgende drei Kapitel. Nach einem Blick auf die europäische Kolonialzeit mit den verschiedenen Akteuren und dem Aufbau von Museumssammlungen behandle ich im zweiten Teil das Thema Sammeln, koloniale Provenienzforschung und was sich hinter den drei Formen der Rückgabe von Objekten verbirgt. Im dritten Teil gehe ich kurz auf Sammlung und Forschung im Museum der Weltkulturen ein. Lassen Sie mich zunächst einen Blick auf den europäischen Kolonialismus und vor allem auf die deutsche Kolonialzeit werfen. Kolonialismus bezeichnet eine Herrschaftspraxis, verbunden mit der Inanspruchnahme auf Territorien und deren Menschen, motiviert von wirtschaftlichen, machtpolitischen und strategischen Zielen. Damit verbunden sind unter anderem sozial-darwinistische Stereotypisierungen, um die Überlegenheit der eigenen Gruppe über andere zu begründen. Zum Erreichen dieser Ziele werden kolonisierte Gesellschaften politisch unterdrückt und wirtschaftlich ausgebeutet. Zudem wird ihre kulturelle, intellektuelle und religiöse Selbstbestimmung stark eingeschränkt, wenn nicht sogar unterdrückt und verfolgt.
Kolonisatoren eignen sich Ressourcen und Arbeitskräfte der Kolonisierten oft gegen deren Widerstand gewaltsam an und rechtfertigen ihr Verhalten mit Ideologien, die auf der Überzeugung ihrer eigenen Höherwertigkeit fußen. Schaut man genauer hin, so bleibt Kolonialismus entgegen aller Definitionsversuche ein Phänomen kolossaler Uneindeutigkeit, wie es der Historiker Jürgen Osterhammel 2006 formulierte. Es handelt sich dabei um Situationen, welche teilweise 500 Jahre zurückliegen und darüber hinaus die Interaktion von Menschen betreffen, die sehr unterschiedlichen Gesellschaften und Kulturen angehörten, was wiederum für die koloniale Provenienzforschung eine Herausforderung darstellt. Europäischer Kolonialismus bezeichnet im Kontext des heutigen Themas die europäische Expansion ab dem 15. Jahrhundert. Diese begann mit der Eroberung Amerikas und erreichte mit der Kolonisierung Afrika, Asien und Ozeanien im 19. Jahrhundert ihren Höhepunkt. Schlüsselfaktoren sind die wirtschaftliche Ausbeutung der Kolonien und insbesondere im Prozess der Industrialisierung die Suche nach Absatzmärkten. Deutsche beteiligten sich individuell von Anfang an diesen Prozessen der europäischen Expansion in unterschiedlichen Rollen, unter anderem als Reisende, Missionare oder auch Händler. Mit der Gründung des Deutschen Reichs im Jahre 1871 entstanden Bedingungen, sich auch formal als Kolonialmacht in Übersee zu engagieren, um in der Konkurrenz zwischen den sich entwickelnden Industrienationen eigene Ansprüche zu reklamieren. Die aktive deutsche Kolonialzeit begann in den 1880er Jahren zunächst mittels Handelsvertretungen, sogenannten Bismarcks Schutzgebiete, und endete mit dem Vertrag von Versailles am 28. Juni 1919. An dieser Stelle ist ein entscheidendes Datum zu nennen, die Westafrika-Konferenz, bekannter als Kongo-Konferenz in Berlin, die vom 15. November 1884 bis 26. Februar 1885 dauerte. Sie widmete sich der Aufteilung Afrikas unter den europäischen Großmächten. Ohne Rücksicht auf örtliche Begebenheiten wurden während der Verhandlungen in Berlin Grenzen auf der Landkarte Afrikas gezogen, um mögliche Kosten und Konflikte für Europa im Vorhinein zu vermeiden. Weder waren afrikanische Vertreter oder Vertreterinnen anwesend, noch wurden gewachsene gesellschaftliche Strukturen vor Ort berücksichtigt. Verfeindete ethnische Gruppen wurden zusammengelegt oder Gruppen wurden voneinander getrennt. Damit wurde ein Konfliktpotenzial von Europa aus geschaffen, das bis heute nicht nur in Afrika fortwirkt. Spätestens 1887 sah das deutsche Kolonialreich, wie Sie es auf der Weltkarte davor erkennen konnten, hier noch einmal als Liste mit Jahreszahlen, sah es so folgendermaßen aus. Die als Schutzgebiete bezeichneten deutschen Kolonien waren zusammengenommen um 1900 etwa 6-mal größer als das Deutsche Reich und waren damit zum drittgrößten Kolonialbesitz europäischer Mächte angewachsen. In ihnen herrschten 25.000 Deutsche über 12 Millionen Kolonisierte. Das Ziel, in kürzester Zeit deutsche Musterkolonien besonders effizient auszubauen, führte dazu, dass mit größter Brutalität in die Lebensbereiche der Kolonisierten eingegriffen wurde. Spätestens Anfang des 20. Jahrhunderts wollten diese sich die brutalen Behandlungsweisen nicht weiter gefallen lassen. Die zwei langwierigsten und verlustreichsten Kolonialkriege aus deutscher Perspektive verbunden wurden in den beiden größten Kolonien Südwest- und Ostafrika mit schätzungsweise bis zu 250 afrikanischen Opfern durch Kämpfe und durch die kriegerischen Handlungen ausgelösten Versorgungsnöte geführt. Von 19.000 Soldaten starben etwa 1.500. Die afrikanische Bevölkerung leistete auf breiter Front erbitterten und teilweise langanhaltenden Widerstand während der gesamten Kolonialzeit. Aufgrund moderner Waffen wie Maschinengewehre, die gegen traditionelle Waffen wie Pfeil und Bogen oder veraltete Vorderlader eingesetzt wurden, wurde jeder Widerstand gebrochen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die mit den Kolonialeroberungen verbundenen politischen und ökonomischen Hoffnungen des Deutschen Reichs alle nicht erfüllten, sondern in den meisten Fällen finanzielle Zuschussgeschäfte waren. Wirtschaftliche Profite wurden in erster Linie von Kaufleuten und Handelsgesellschaften gemacht.
Wichtige andere Profiteure der Kolonialzeit waren auch die Völkerkundemuseen, die in jener Zeit einen Großteil der Objekte für ihre Sammlung auf unterschiedlichsten Wegen erhielten. Jetzt komme ich zum Sammeln. Im Leitfaden zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten, herausgegeben vom Deutschen Museumsbund, werden im Verlauf europäischer Expansion drei Stadien des Sammelns unterschieden. Erstens, im 16. Jahrhundert sollten exotische Waren und ihre vergleichende Betrachtung zu mehr Weltwissen führen und es entstanden fürstliche Kunst- und Wunderkammern. Ab dem 18. Jahrhundert verschwand das Interesse am Wunderbaren und mit den fortschreitenden Naturwissenschaften bildeten sich Spezialsammlungen und verschiedene Museumsgattungen heraus. Aus dieser Zeit sind die drei Forschungsreisen des britischen Seefahrers und Entdeckers James Cook, der teilweise zusammen mit dem deutschen Naturwissenschaftler und Ethnologen Johann Reinhold Forster in die Südsee sowie entlang der nordamerikanischen Küste reiste, zu erwähnen. Von diesen Exkursionen wurden umfangreiche Sammlungen mitgebracht. Im 19. Jahrhundert sahen Museumsvertreterinnen und Vertreter und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Chance, das nötige Vergleichsmaterial für eine intensivere Forschung zu bekommen. Dementsprechend setzte eine wahre Sammelwut ein. Wer hat gesammelt? Die koloniale Expansion machte die massenhafte Anhäufung von außereuropäischen Objekten, Präparaten und menschlichen Gebeinen für die Museen erst möglich. Verschiedenste Berufsgruppen, siehe Folie, bedienten den Bedarf an exotischem Material in der europäischen Heimat. Forscher und Sammler nutzten koloniale Infrastrukturen und Netzwerke und stellten umgekehrt durch ihre Publikationen Wissen für die koloniale Erschließung bereit. Die miteinander um die besten Stücke konkurrierenden ethnologischen Museen boten den Sammlern im Gegenzug Teilnahme an Expeditionen an und gaben Reisenden Sammlungsaufträge mit Objektlisten mit. Als weitere Entlohnung für die Sammler war die Erhöhung ihres sozialen Prestiges, indem sie auf Objektlabels und Gedenktafeln genannt, Ehrenmitglied in Museen wurden oder Orden für ihre Sammlungstätigkeiten erhielten. Auch konnte der Titel eines Konsuls verliehen werden. Das dabei oft fehlende Unrechtsbewusstsein der Sammler kommt im folgenden Zitat von dem Ethnologen Wilhelm Müller aus seinem Tagebuch von der Hamburger Südsee-Expedition, die Sie gerade auf der Folie sehen, am 20.12.1908 zum Ausdruck. Herr Müller ist der fünfte von links. Zitat: Das Dorf, in dem wir uns befanden, hatte 26 Häuser. Alles war wieder fortgelaufen, doch hörten wir nicht ferne Rufen. Die Häuser glichen denen von heute Morgen. Einige waren sehr schlecht, kaum genug für Hundehütten. In den größten fanden wir drei Tanzbretter von der aus dieser Gegend bekannten Form, die wir nach Hinterlassung von 20 Stangen Tabak mitnahmen. Kaum hatten wir den Rückstieg angetreten, als es im Dorf hinter uns lebendig wurde. Lautes Schreien und ein Stein und ein Speer, die uns nachgeflogen kamen, kündigten die Rückkehr der Bewohner an. An dieser Stelle danke ich Eva Rabe, Direktorin des Museums der Weltkulturen, die mir ihre Unterlagen sowie weitere Informationen großzügig zur Verfügung gestellt hat. Wie wurde gesammelt? In vielen Situationen war es keine freiwillige Abgabe oder eine Tauschaktion gegen Äquivalente, sondern fand unter roher Gewaltanwendung statt. Jedoch ist laut der Ethnologin Brigitta Hauser-Schäublin der pauschale Begriff koloniales Sammeln oder Beutekunst unzutreffend, weil jeder Fall wieder anders gelagert ist und einer sorgfältigen Überprüfung bedarf. Sammeln in kolonialen Kontexten hingegen trifft den Sachverhalt eher. Dazu kommen wir zu der Frage, was wurde gesammelt? Interessanterweise gibt es in den ethnologischen Museen noch keine einheitliche Sprachregelung, welche Bezeichnung für den Sammlungsbereich auf Englisch Human Remains am treffendsten einen respektvollen Umgang zum Ausdruck bringt. Vielfach wird noch mit dem übersetzten Begriff menschliche Überreste gearbeitet, wie auch im Leitfaden des Deutschen Museumsbunds von 2013. Am Grassi-Museum für Völkerkunde zu Leipzig erklärte mir die Ethnologin Birgit Scheps, sprechen Sie von, Zitat, Teilen verstorbener Menschen, wenn es Haarproben, Finger, Nägel, Skalpe und nicht nur Knochen sind. Ansonsten sprechen wir von Menschen oder Individuen, Ancestral Remains, Ahnen oder Vorfahren,
wie es zum Beispiel die Yawuru aus Australien gewünscht haben. Ich, Birgit Scheps, ich frage einfach nach und dann halten wir uns dran. Zitat Ende. Unter den menschlichen Gebeinen wurden auch Schädel gesammelt, die mit verschiedenen Kulturtechniken bearbeitet waren. Vor allem die tätowierten Schädel der Maori aus Neuseeland oder mit Ton übermodellierte Schädel aus Neuguinea waren für Europa interessant. Auf der Folie sehen Sie eine Ausstellungsansicht aus der aktuellen Ausstellung im Museum der Weltkulturen. Zwei übermodellierte Schädel der Yatmul vom mittleren Sepik Neuguinea auf der linken Seite, rechts ein Schädelmodell aus Holz. Das wurde von 1963 von Eike Haberland gesammelt, während der Schädelhalter im Hintergrund 1961 durch eine Expedition des Frobenius-Instituts für das Museum mitgebracht wurde und die beiden Schädel wurden erst 1979 und 1982 über einen Händler vom Museum gekauft. Weitere Daten zu den Schädeln sind nicht bekannt. Was sonst noch gesammelt wurde, sehen Sie auf der Liste. Es wurde einfach fast alles eingesammelt und nach Europa transportiert. Die damalige sogenannte Rettungsethnologie rechtfertigte diese Sammelwut damit, dass die kolonisierten Gesellschaften vom Aussterben bedroht seien. Ihre materiellen Kulturerzeugnisse würden jedoch durch das Einsammeln für Europa, für Forschung und Museen gesichert. Auch ein Frankfurter, der Ethnologe Leo Frobenius, er wurde 1935 Direktor des heutigen Museums der Weltkulturen, beteiligte sich an den Sammlungsaktionen im kolonialen Umfeld, jedoch nicht nur für Frankfurter Sammlungen. Allein von ihm stammen an die 26.000 Objekte, unter anderem mehr als 9.200 von seiner Reise nach Zentralafrika von 1905 bis 1907 und über 4.900 von einem Aufenthalt in Nigeria und Nordkamerun in den Jahren 1920-22. Laut Frobenius schwollen die ethnografischen Museen an wie trächtige Flusspferde. So erhielt das Berliner Völkerkundemuseum während der deutschen Kolonialzeit 47.000 Stücke und das Leipziger Museum zeitgleich 30.000 afrikanische Objekte. Gleiches gilt auch in geringerem Maße für die anderen Museen. Wie es der Berliner Direktor Adolf Bastian formulierte, müsse die noch junge Wissenschaft Ethnologie zunächst das Material für ihre vergleichende Forschung zusammentragen, bevor die Auswertung beginnen könne. Dazu wäre es höchste Zeit, denn Bastian befürchtete, wie auch viele seiner Kollegen, den baldigen physischen und kulturellen Untergang der sogenannten Naturvölker durch europäische Einflüsse, vor allem durch den Kolonialismus. Er strebte die Errichtung eines universalen Archivs der Menschheit an. Das Museum als Werkstatt war seine Idee, verbunden mit der Hoffnung, dass die Bedeutung der Dinge im Museum in ungeordneter Fülle, zunächst angehäuft, sich später durch einen induktiven Forschungsansatz von allein den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen erschließen würde. Ein folgenreicher Irrtum und damit Gegenstand heutiger Provenienzforschung. Bastian versprach sich damals einen zweifachen Nutzen des Sammelns von Ethnographika, einmal für die Wissenschaft und zum anderen für die koloniale Verwaltung. Der koloniale Wissensvermittlungsauftrag entsprach auch der Haltung des ersten Direktors des Städtischen Völkermuseums in Frankfurt am Main, Bernhard Hagen, der 1904 bei der Eröffnung des Museums verkündete, Zitat, unser deutsches Vaterland ist von einer Großmacht zur Weltmacht geworden. Der deutsche Handel hat seine heute großen, gewaltigen Interessen in allen fünf Erdteilen. Wie rüstet und wappnet sich nun den deutschen Verhältnissen gegenüber der Kaufmann, der neue überseeische Absatzgebiete aufsuchen und erobern will oder muss? Er muss den Geschmack, die Eigentümlichkeiten, die Sitten und Gebräuche der Menschen studieren, ihre Kulturerzeugnisse, ihre Lebensbedingungen kennenlernen, wenn er mit ihnen Geschäfte machen will. Wie viele der anderen Direktoren waren auch diese beiden über die drohende Vernichtung der kolonisierten Völker bestens im Bilde aufgrund ihrer vorherigen Tätigkeit als Schiffarzt wie Bastian oder als Hagen als Plantagenarzt in Indonesien. Vor dem Hintergrund dieses Wissens trachteten sie als spätere Direktoren von Völkerkundemuseen danach, die Objekte untergehender Welten für ihre Sammlungen zu retten. Verschiedene Richtungen ethnologischer Theorienbildung benutzten laut der Ethnologin und Provenienzforscherin Larissa Förster
in der Folge diese Objekte aus kolonialen Sammlungskontexten für ihre Beweisführungen, wodurch, Zitat, ethnologische Museen Teil kolonialer Infrastrukturen und Netzwerke sowie Orte kolonialer Wissensproduktion und Repräsentation waren. Ethnologen wussten schon seit Jahrzehnten, dass eine Vielzahl von Objekten in deutschen Museen vor allem im Zuge kolonialer Strafexpeditionen geraubt worden waren. Dabei handelte es sich neben Waffen um Insignien königlicher Macht und Kultgegenstände, die als Kunstwerke wertgeschätzt wurden. Diese koloniale Prägung ethnologischer Museen haben Ethnologen und Ethnologinnen bisher mehr oder weniger vergeblich seit über 50 Jahren angeprangert. Was jedoch nicht überall auf Gegenliebe innerhalb der ethnologischen Museumsszene oder auch bei den Politikerinnen stieß und Politikern. Auch muss festgehalten werden, wie der Ethnologe Michael Kraus betont, dass jeder sammelnde Ethnologe, der zur Kolonialzeit reiste, sich in einem kolonialen Umfeld bewegte, jedoch nicht automatisch ein Kolonist war. Gegenstimmen gab es immer schon. Und wie bei der Provenienzforschung muss jeder Fall für sich kontextbezogen genau geprüft werden. Wurden tatsächlich alle Objekte aus der Kolonialzeit erbeutet, mit vorgehaltener Waffe geraubt oder erpresst? Masken, Skulpturen, Bootsmodelle oder verzierte Gebrauchsgegenstände waren nicht automatisch seltene oder gar verschwindende Antiquitäten, sondern wurden auch direkt für den Tausch, Verkauf mit Sammlern hergestellt. Im 15. Jahrhundert produzierten zum Beispiel Werkstätten im Kongo-Reich Elfenbeinschnitzereien für die Wunderkammern europäischer Höfe. Das Problem von Tauschaktionen oder eine Bezahlung mit nicht äquivalenten Dingen, Tabak oder Perlen oder nur einen unangemessenen kleinen Geldbetrag als Ausdruck ungleicher Machtverhältnisse oder bestehenden Abhängigkeiten ist oft nicht mehr verifizierbar. Viele Objekte aus Holz, Ton oder Lehm waren aus indigener Sicht nur für den Gebrauch produziert, um sie nach einem Ritual dem Verfall zu überlassen, wie die Malangan-Skulpturen auf Neuirland, die Sie hier sehen, die anschließend von Sammlern vor dem Verfall gerettet wurden und nach Europa gebracht wurden. Hier tauchten die Dinge in ein völlig neues Konzept der Aufbewahrung von Kunstobjekten ein und wurden dementsprechend im Museum neu und anders bewertet. Obgleich auf den Objekten respektive Werken kaum ein Autor vermerkt war, waren die Produzenten in ihrer Zeit keine anonymen Personen. Sie übten diese Tätigkeit als ihren Beruf aus, für den sie auch entlohnt wurden. Insofern konnten sie auch Aufträge von europäischen Sammlern entgegennehmen und ausführen. Laut Kerstin Volker-Saat, Ethnologin und Provenienzforscherin, wurden, Zitat, die filigranen afro-portugiesischen Elfenbeinarbeiten wie Löffel, Salz und Pfeffergefäße, die in keiner Kunstkammer fehlten, bereits Anfang des 16. Jahrhunderts im Auftrag portugiesischer Händler produziert. Zitat Ende. Darüber hinaus sei es laut dem Ethnologen Fritz Kramer ein Fehler, diese Gesellschaften nur als passive Opfer darzustellen. Die Kontexte ihres aktiven Handelns müssten mit in den Prozess kolonialer Provenienzforschung einbezogen werden. Jetzt komme ich zur Provenienzforschung. In der ethnologischen Provenienzforschung geht es um die Rekonstruktion der Erwerbs- und Sammlungsgeschichte mit dem Fokus auf der Erforschung von eventuell begangenem Unrecht in kolonialen Kontexten. Beispiele dazu hatte ich schon erwähnt. Folgende Stichworte beschreiben die Komplexität ethnologischer postkolonialer Provenienzforschung. Es geht um die lückenlose Dokumentation der Herkunft von Objekten sowie menschlichen Gebeinen, Teilen von verstorbenen Menschen, von dem Produktion- bzw. Herkunftsort bis zum aktuellen Aufbewahrungsort. Dabei müssen die rechtlichen, politischen, kulturellen und epistemologischen Umstände der Translokation dokumentiert werden. Im Unterschied zur Provenienzforschung bei europäischen Kunstwerken geht es nicht um die Feststellung des oder der Künstlers oder Künstlerin. Es sollen der oder die vorkolonialen Besitzer und Besitzerinnen gefunden werden. Hingegen steht eine kritische Bewertung politischer Verhältnisse nicht im Fokus. Nachdem herausgefunden wurde, woher ein Objekt stammt, wie es erworben wurde und wer die ursprünglichen Eigentümer oder Eigentümergruppen waren,
folgt automatisch eine Frage, welche die Ethnologin Anna-Maria Brandstätter mit den beiden Worten fasste: Was dann? Es geht dabei um den zukünftigen Umgang mit Objekten, von denen die Rückgabe eine gängige Lösung sein kann. Eine. Wobei unterschieden werden muss zwischen Objekten und menschlichen Teilen, die jeweils andere Formen der Übergang erforderlich machen. Restitution bezeichnet die Rückgabe von Objekten an Personen oder Gemeinschaften, Herkunftsgesellschaften oder Institutionen von identitätsstiftenden, kulturellen oder sakralen Gegenständen. Von Repatriierung wird gesprochen, wenn es sich dabei um das Zurückgeben menschlicher Gebeine oder Teile von Verstorbenen handelt. Im Kontext von Repatriierung werden nach Absprache mit den Herkunftsgesellschaften Rituale zur Rehumanisierung der Gebeine durchgeführt. Durch diese Zeremonien werden wissenschaftliche Studienobjekte respektive Museumsobjekte wieder zu Individuen transformiert. Als Ahnen, ehemalige Familienmitglieder, Mitglieder einer ethnischen Gruppe werden sie willkommen geheißen und kehren als Individuen in ihre Gemeinschaft zurück. Das Provenienzforschungsprojekt Wangajali Burugun wurde im Grassi-Museum für Völkerkunde zu Leipzig durchgeführt. Auf der Website des Museums finden sich unter der Rubrik Dekolonisierung, Restitution und Repatriierung folgende Angaben. Zitat: Nach über 100 Jahren in Deutschland kamen 14 Ahnen aus Roebuck Bay in Western Australia schließlich nach Hause. Sie lebten im 19. Jahrhundert und waren Mitglieder der Yawuru und Karajari. Nach ihrer Versklavung und Zwangsarbeit auf Perlentaucherbooten wurden ihre Knochen als wissenschaftliches Vergleichsmaterial nach Europa verschifft, um auf entmenschlichende Weise eugenische und rassistische Theorien zu stützen. Am 15. April 2019 fanden Besucher und Besucherinnen aus ganz Australien und Deutschland sich auf der Repatriierungszeremonie zusammen, um gemeinsam ihren Respekt auszudrücken. Unter dem Namen Wangajali Burugun wird in Broome ein Erinnerungsort geschaffen, der sowohl letzter Ruheort für die Vorfahren als auch der Ort der Versöhnung und Heilung sein wird. Zitat Ende. Auf der Folie sehen Sie diesen einen Moment der Repatriierungszeremonie für die 14 Vorfahren. Im Vordergrund stehen die vorbereiteten Behältnisse, in denen die Gebeine der Ahnen aufbewahrt sind und in denen sie nach Australien zurückgebracht werden. Sie reisen nun als individuelle Ahnen zurück und werden die ganze Zeit von einer Delegation in ihre Herkunftsgesellschaft begleitet. Wurde ein Erwerbsunrechtskontext festgestellt und liegen Rückgabeforderungen vor, so können noch zwei weitere Formen der Übergabe unterschieden werden. Eine Rückgabe kann mit oder ohne Feststellung eines Unrechtskontexts auf freiwilliger Basis bzw. nach moralischem Druck erfolgen. Hingegen bedeutet Restitution im normativ-völkerrechtlichen Sinn der UNESCO-Konvention von 1970 so viel wie ein Schuldeingeständnis bzw. eine rechtlich erwiesene Tatsache. Gemäß dieser Konvention bedeutet die Verwendung des Begriffs Restitution automatisch auch ein Schuldeingeständnis, eine rechtlich erwiesene Tatsache. Deshalb versucht nach Hauser Schäublin jedes Museum zu vermeiden, dass ihm für die Rückführung, Zitat, eines Kulturguts der Stempel Restitution aufgedrückt wird. Jetzt komme ich zu den Rückgaben. Laut der ehemaligen Direktorin des Berliner Ethnologischen Museums, Viola König, war die Abgabe von Sammlungsgut keineswegs immer ein Tabu, wie Gegner von Restitutionen behaupten. So bestand nach Bastians Tod der Kunsthistoriker Wilhelm Bode darauf, dass die ethnografischen Sammlungen durch Verkauf, Tausch oder, wenn es nicht anders geht, auch durch einfache Abgabe von der Last der Dubletten befreit werden. Auch in Frankfurt wurde bis zur Intervention von Hilmar Hoffmann je nach Bedarf Dubletten zwischen den Museen getauscht. Spektakuläre Rückgaben mit entsprechender Pressekonferenz und vielstimmigen Kritiken gab es in den vergangenen Jahren. Zwei Beispiele dafür sind aus dem Jahr 2019 die Rückgaben nach Namibia, zunächst die Witboi-Bibel und Peitsche aus dem Lindenmuseum Stuttgart und im gleichen Jahr auch die Wappensäule von Cape Cross aus dem Deutschen Historischen Museum Berlin. Vor 10 Jahren gab es auch stille Rückgaben nach Neuseeland, bewusst ohne Begleitung durch Journalisten.
So repatriierte das Museum der Weltkulturen in Frankfurt bereits 2011 einen Maori-Kopf. Wie mir Eva Rabe berichtete, wünschten, Zitat, die Iwi-Elders, Clan-Ältesten, die dabei waren, keine Presse. So wurde es mir von den professionellen Vertretern des Te Papa-Museums vermittelt. Im Anschluss bedankten sie sich die beiden Elders bei mir, bei Eva Rabe, für die Ruhe und entspannte Würde der Zeremonie. Zumindest die höheren Te Papa-Vertreter, auch Maoris, hätten vielleicht gerne mehr Presseaufmerksamkeit gehabt, haben sich aber nach den Iwi-Elders gerichtet. Wie an diesem Beispiel noch einmal deutlich wird, sind Rückgabeverhandlungen auch Entscheidungen darüber, was mit den zurückgegebenen Dingen und Gebeinen besser später geschehen soll. Dies bedeutet einen hohen Grad an Konfliktpotenzial. Für tragfähige Lösungen müssen gangbare Wege gemeinsam sorgfältig bereitet werden. Noch ein paar wichtige Stichworte zum Thema Provenienzforschung, die die ethnologische Kompetenz betonen. Der Begriff Provenienzforschung stammt aus der Kunstgeschichte und wurde bisher vor allem im Zusammenhang mit NS-Raubkunst verwendet. Obgleich sich einzelne Aspekte der NS-Raubkunstforschung und der ethnologischen Provenienzforschung überschneiden, wird es an vielen Beispielen schnell deutlich, dass ethnologische Provenienzforschung eigene Fragestellungen und Methoden braucht, wie zum Beispiel die klassische Feldforschung. Aufenthalte vor Ort sind unabdingbar, um Ansprechpartner und Zeitzeugen der Herkunftsgesellschaften zu finden, um gemeinsam Fragen zu Objekten zu stellen und Kontexte zu erforschen. An den folgenden Beispielen wird die Komplexität ethnologischer Provenienzforschung noch einmal deutlich. Dazu gehören zum Beispiel andere Eigentumsbegriffe, die nicht kapitalistisch geprägt sind und mehr als nur einen Eigentümer als Einzelperson oder Familie oder eine Allgemeinheit Commons anerkennen. Wie Brigitta Hauser-Schäublin ausführte, Zitat, sind bedeutsame ethnografische Artefakte oft nicht das Eigentum eines einzelnen Individuums und oder seiner Familie oder Clan. Vielmehr bündeln sich in einem Ding vielfältige Rechte, aus denen sich auch Ansprüche an Miteigentümerschaft ableiten lassen. Diese Rechte und Ansprüche umfassen, wenn wir beispielsweise ein Schmitzwerk denken, Rechte an Mustern und Motiven, Rechte, ein solches Ding anzufertigen oder anfertigen zu lassen, Rechte des Aufbewahrens, des Zeigens und des Sehens oder des Ausschlusses einer bestimmten Öffentlichkeit, des Berührens sowie der Weitergabe und des Ver- oder Erbens, der Veräußerung oder gar des Zerstörens. Zitat Ende. An dieser Stelle ist das Konzept einer geteilten Eigentümerschaft zu nennen und damit verbundene Vorschläge, Dinge zirkulieren zu lassen. Im Kontext von Provenienzforschung und Rückgabeforderungen muss das europäische Konzept von Eigentum und die übliche Reduktion auf nur einen Eigentümer überdacht werden. Ein geteiltes Eigentum an den Objekten, die durch ihren langen Aufenthalt in Europa ebenfalls zu einem europäischen respektive deutschen Kulturgut geworden sind, bietet dazu eine Perspektive. Viele Künstler und Künstlerinnen haben sich, wie zum Beispiel Picasso, durch ihre Museumsbesuche nachhaltig beeindrucken und zu neuen Kreationen inspirieren lassen. Geteilte Eigentümerschaft von Welterbestücken bedeutet konsequenterweise, dass Europa auch an Afrika oder an Ozeanien wichtige Werke aus ihren Kunstmuseen ausleiht, um damit eine Form von Gleichheit und Gleichberechtigung im Zugang zu Objekten einer Weltkultur zu schaffen. Gleichfalls stellen die Vorstellungen von beseelten oder mit einer individuellen Lebenskraft gefüllten menschlichen Gebeine sowie Teile von verstorbenen Menschen eine andere, nicht westliche Epistemologie dar. Zur Erforschung dieser Bereiche gehören unter anderem sehr gute Kenntnisse indigener Sprachen und lange Feldforschungsaufenthalte. Erst vertrauensvoll gewachsene und respektvolle soziale Beziehungen ermöglichen Gespräche über diese sensiblen Themen. Wertekonflikte als dritter Punkt und Widersprüche lassen sich anhand von Secret-Sacred-Objekten leicht darstellen. Der Umgang mit diesen Objekten unterliegt in vielen Fällen exakten Vorstellungen, die Gender- oder Nahrungstabus umfassen, aber auch eine Geheimhaltung oberster Stufe, sodass nur Eingeweihte und eine bestimmte Altersklasse sie überhaupt sehen, geschweige denn berühren dürfen.
Am Beispiel der Karl-Strehlow-Sammlung am Museum der Weltkulturen erläuterte Eva Raabe in mehreren Publikationen diese Problemfelder. Obgleich sie als Frau die Ahnenwesen verkörpernden Churunga weder sehen noch berühren darf, pflegte sie weiterhin den Kontakt mit den Aboriginal Elders aus Australien. Diese kamen im Jahre 2016 nach Frankfurt, um die Sammlung im Museum zu sehen. Der damalige Volontär rettete allein durch die anerkannte Zuschreibung männlich das Protokoll, das die Elder vorgaben, obgleich er über viel weniger Wissen verfügte als die Restauratorin und die damalige Kuratorin. Im Kontext der Gender-Diskussion im globalen Norden stellen solche Situationen einen richtigen Wertekonflikt dar, der von Ethnologen und Ethnologinnen, die für sich respektvollen Umgang reklamieren, nicht immer einfach zu lösen ist. Damit komme ich zur kolonialen Provenienzforschung am Museum der Weltkulturen. Im Zuge der Neusortierung der Wissenschaften im 19. Jahrhundert und den in diesem Prozess entstehenden Museen zogen auch die ethnografischen Sammlungen, die in der Stadt Frankfurt auf mehrere Institutionen verteilt waren, mehrmals um. Mit dem Gründungsjahr 1904 fanden sie im Städtischen Völkermuseum eine neue Heimat. Die ethnografischen Sammlungen des Naturkundlichen Senckenberg-Museums mit wertvollen Stücken aus den deutschen Schutzgebieten in der Südsee waren 1877 zunächst dem Historischen Museum übergeben worden. 1904 wurden die drei ethnografischen Sammlungen des Historischen Museums, der Anthropologischen Gesellschaft und der Kolonialgesellschaft im Städtischen Völkermuseum zusammengeführt. Die Bevölkerung, die Informationen noch nicht durch eigene Anschauung auf Reisen in ferne Länder sammeln konnte, war für exotische Eindrücke auf damals üblichen Völkerschauen in zoologischen Gärten oder auf Ausstellungen in den Museen angewiesen. 1911 kamen bereits 42.637, 1931 52.700 und 1934 74.000 Besucher und Besucherinnen, nur um die damaligen Spitzenjahre zu nennen, ins Museum. In den Zwischenkriegsjahren gehörte das Museum zu dem am besten besuchten der Stadt Frankfurt. Zunächst ein Blick auf die Geschichte des Hauses in groben Zügen, die seit 1904 durch viele Umzüge und große Verluste charakterisiert ist. 1904 wurde das Museum der Weltkulturen unter dem Namen Städtisches Völkermuseum von dem Arzt Bernhard Hagen gegründet. Von 1908 bis 1945 war der Standort im Palais Thurn und Taxis. Inzwischen war die Sammlung auf 16.000 Inventarnummern angewachsen und zur Präsentation standen 1.000 Quadratmeter zur Verfügung. Der Bombenangriff am 2.3.1944 zerstörte das Palais. Mit dem Haus verbrannten auch die Großobjekte unter dem Dach. Im Keller wurden das Archiv mit Unterlagen zu den Sammlungen wie Erwerbsbelege, Dokumentationen, Korrespondenzen, Angaben zu Sammlern sowie das Fotoarchiv zu großen Teilen zerstört. 1952 zogen die drei ethnologischen Institutionen der Stadt Frankfurt, das Museum, das Frobenius-Institut und das Ethnologische Institut in der Liebigstraße 41 ein. 1969 endgültige Trennung vom Frobenius-Institut und Museum mit Aufteilung der Sammlung. Heute ist es am Schaumainkai, Sie sehen da die drei Villen auf der Folie. Und zwei Jahre später, also die Trennung war 69, dann 71, fand der Umzug der Verwaltung des Museums mit Teilen der Sammlung in die erste Villa am Schaumainkai 29 statt. 2021 hat das Museum der Weltkulturen die drei Villen Schaumainkai 29 bis 37 zur Verfügung. Die Sammlungen umfassen inzwischen 65.000 Objekte aus 5 Kontinenten sowie etwa 120.000 Fotografien und Filme in der Abteilung Visuelle Anthropologie. Etwa ein Drittel der Sammlungen stammen aus kolonialen Kontexten, wobei der Kontext von kolonial im Einzelfall immer geprüft werden muss. Weitere Details zu den einzelnen Abteilungen finden Sie auf der Website des Museums. Eine wichtige Forderung in der Provenienzforschung ist die Digitalisierung der Objekte, damit sie weltweit zugänglich sind. Diese Perspektivenerweiterung des digitalen Zugriffs auf alle Museumsobjekte hat leider auch zwiespältige Aspekte. Unter anderem einen ethischen, wenn es um sakrale Objekte geht, die aufgrund indigener Werte nicht von allen Menschen gesehen werden dürfen.
Und zweitens, die digitalen Masken sind oft eingeschränkt, was die Aufnahme von Details zu Objekten angeht. Es besteht demnach die Gefahr eines weiteren Datenverlustes durch Digitalisierung. Und es wird Jahre dauern, eventuelle Falscheingaben zu finden und zu korrigieren. Die Sammlungen im Museum der Weltkulturen sind zu 95% digitalisiert, aber noch nicht online gestellt. Auf Fragen nach der deutschen Kolonialzeit haben in den vergangenen Jahren schon einige Museen mit Ausstellungen reagiert, in denen sie Ergebnisse ihrer Provenienzforschung und ausführlichen Einführungen in komplexe koloniale Zusammenhänge, Objektbiografien und regionalspezifische Bezüge vorstellten. Um nur drei von ihnen aus anderen Städten zu erwähnen: Im Niedersächsischen Landesmuseum Hannover lief Heikles Erbe, koloniale Spuren bis in die Gegenwart 2016 bis 2017. In Hamburg im Museum der Arbeit läuft zurzeit die Ausstellung Grenzenlos Kolonialismus, Industrie und Widerstand noch bis zum 18.07. Und die Ausstellung im Lindenmuseum Stuttgart, Schwieriges Erbe, Lindenmuseum und Württemberg im Kolonialismus noch bis Mai 2022. Auf zwei Frankfurter Ausstellungsbeispiele am Museum der Weltkulturen möchte ich kurz eingehen. Mit Unterstützung des Kulturamts der Stadt Frankfurt präsentierten vier Museen ausgewählte Beispiele ihrer Provenienzforschung. Von 2018 bis 2019 nahmen an dem häuserübergreifenden Projekt das Historische Museum Frankfurt, Museum Judengasse, Museum Angewandte Kunst und das Museum der Weltkulturen mit je einem eigenen Unterthema teil. Links sehen Sie das Titelbild der gemeinsamen Broschüre, die in den Museen verkauft wird, und rechts das Plakat für das Museum der Weltkulturen. Am Museum der Weltkulturen gibt es keine eigene Stelle für Provenienzforschung. Die Kuratorin und der Kurator sollen ihre jeweilige Länderexpertise in ihren Abteilungen in die Provenienzforschung einbringen. Sowohl die Lebenswirklichkeiten sowie auch der Kolonialismus unterscheiden sich in hohem Maße weltweit voneinander. Deshalb müssen alle Objektwege jeweils länderspezifisch untersucht werden. Es gab weder den einen Kolonialismus oder den eindeutigen kolonialen Kontext mit gleichen Bedingungen weltweit. Für die Ausstellung Gesammelt, Gekauft, Geraubt haben die beiden Ethnologinnen Julia Friedl aus der Afrika-Abteilung und Vanessa von Kluschinski, Südostasien, gemeinsam diese kuratiert. Mit ihren Fragen zu Sammlungskontexten folgten sie den verschlungenen Wegen von ausgewählten Objekten ins Museum mit Stationen auf dem Kunstmarkt in Paris und den Niederlanden. Sehr gut waren auch die Herausarbeitung, warum welche Fragen zum Erwerbskontext sowie der Weg vom Sammler ins Museum im Moment noch nicht beantwortet werden können. Es fehlen Dokumentationen und vor allem Finanzierungen für längere Forschungsreisen im Ausland. Die zweite Ausstellung im Museum der Weltkulturen, die ich Ihnen empfehlen möchte, finden Sie in der Villa 37 mit dem Titel Hidden in Plain Sight, vom Unsichtbarmachen und Sichtbarmachen. Die läuft noch bis zum 18.07. dieses Jahres. Die Kuratorin Stefanie Enter und Julia Albrecht von der Abteilung Bildung und Vermittlung widmen sich Ansätzen einer dekolonialen Museumspraxis. Dafür setzen sie sich zum Beispiel mit dem vereinheitlichenden und hierarchisierenden Musealisierungsprozess, dem unterschiedslos alle eingehenden Objekte zur Aufnahme in eine Museumssammlung ausgesetzt sind, auseinander. Sie hinterfragen wissenschaftliche Ordnungssysteme und ersetzen gebräuchliche Begriffe, die eine Wertung ausdrücken, wie Körperdeformation, und ersetzen diesen durch einen wertfreien Begriff, in diesem Fall Körpermodifikation. Zur Bewusstmachung eigener Sortierungssysteme empfängt im Eingangsbereich der Ausstellung die Besucher und Besucherinnen einen Tisch, auf dem Alltagsdinge liegen. Jede und jeder wird aufgefordert, die Dinge nach eigenen persönlichen Ordnungskriterien zu sortieren. Zum Abschluss wird ein Polaroid-Foto gemacht und aufgehängt. Kein Tisch sieht am Ende wie der andere aus. Jede Sortierung der Alltagsdinge ist individuell ausgerichtet und hängt am Ende gleichwertig nebeneinander. Darin zeigt sich eine Vielstimmigkeit, die im Kontrast zur bisher üblichen wissenschaftlichen Kategorisierung steht. Anhand von weiteren Denkräumen und Beispielen in der Ausstellung werden kritische Fragen zu Kolonialismus und Rassismus auch mit künstlerischen, zeitgenössischen Interpretationen bearbeitet. Darüber hinaus ist das Museum der Weltkulturen auch in einem internationalen Kooperationsprojekt
zum Thema Invisible Inventories engagiert. In diesem geht es um die Folgen des unrechtmäßigen Sammelns während der Kolonialzeit für die kenianische Gesellschaft von heute. Es ist eine Kooperation mit dem Rautenstrauch-Joost-Museum in Köln, dem Goethe-Institut und dem Nationalmuseum in Nairobi in Kenia, wo die Ausstellungsserie dazu im März 2021 bereits eröffnet wurde. Ich komme zum Schluss. Beziehungen neu aufbauen und vertiefen. Der Philosoph Achille Mbembe antwortete 2014 auf die Frage, können Europäer denn auch Menschen wie alle anderen sein? Seine Antwort darauf lautete, Zitat, natürlich. Wir können Europa in unsere Mitte nehmen. Die Europäer gehören dazu. Wir Afrikaner sind in gewissem Sinne Europäer. Europa lebt in uns allen, in unseren Archiven, in unseren Lektüren, in unserem Verhalten. Aber Europa ist nicht mehr der Kapitän. In einem Interview 2018 meinte Mbembe, die Wahrheit ist, dass Europa uns Dinge weggenommen hat, die es niemals zurückgeben kann. Es geht hierbei auch um das vielfältige lokale Wissen über handwerkliche Traditionen, Erinnerungen, die mit den Objekten verknüpft waren, die mit dem Abtransport oder der systematischen Zerstörung nicht mehr praktiziert oder weitergegeben werden können. Um einen neuen Blick auf die gemeinsame Geschichte zu wagen, muss die Dekolonialisierung des Denkens und der Geschichtsschreibung zusammen mit den ehemaligen Kolonien kontinuierlich gemeinsam gestaltet werden. Die Monopolstellung des globalen Nordens und die Asymmetrie bei der Wissensproduktion über die Länder des globalen Südens müssen aufgegeben werden, um andere Perspektiven anzuerkennen. Um mit den Worten der Historikerin Rebecca Habermas zu sprechen, Europa muss aufhören zu glauben, im Kontext bis heute gültiger asymmetrischer Machtstrukturen die Dinge der anderen zu bewahren und retten zu müssen. Vielen Dank.